So, wir sind gerade im Rathaus und Til Schweiger ist zu Gast bei Frau Pritz. Hallo, grüß Sie. Und er trägt sich ins Gästebuch ein. Oder er hat schon gemacht. Jetzt ist gerade Fototermin. Ja, das ist gerne. Von meinem wundervollen Packing. Was ist denn so, jetzt kommt erstmal die Presse wieder zu ihrem Recht. Fototermin. So, Frau Pritz hat schon kurz mit Herrn Schweiger gesprochen. Privat. So. Und jetzt trägt er sich ins Gästebuch der Stadt Saarbrücken ein. Hat schon eingetragen, er tut für uns nur so, sagt er. Dann zeigen wir mal, wie es im richtigen Film ist, da wird auch getrickst. Ja, Schauspieler zu sein ist nicht immer einfach, gerade wenn die Presse ruft. Also ein scharfes müsste dabei sein, sagt er gerade. Ja, dann mach es gerade nochmal auf. Ich habe das auch eben schon gemacht. Du hast jetzt schon 20 Fotos. Ja, das ist 10. Ja, nee, ich bin auch 10. Ich auch. Der ist japanisch, komm. So. Geht sie zu den Fans? Ja. Dann starten wir das Live-Video. Okay. Herr Schweiger, sind Sie direkt hier in Saarbrücken schon gewesen oder sind Sie irgendwo eingefunden? 93 war ich letztes Mal hier. Das letzte Mal? Ja. Und von woher sind Sie heute Morgen gerade gekommen? Von Gießen. Von Gießen. Mit dem Auto selbst gefahren oder ja. Mit dem... Gut. Und jetzt freuen Sie sich auf die Fans? Ja. Gut. Dann lassen Sie nicht so lange warten. Okay, vielen Dank. So, hat mich gefreut. Ich bin geschenkt auf die Einladung und zum 40 Jahren komme ich. Ja? Alles klar. Wunderbar. Okay. Dann nochmal ein kurzes Wort für mich. Ja. Wohin geht's als nächstes? Vom Rathaus, also nach den Fans oder wie? Oder jetzt? Sorry, wir machen das. Wir gehen einfach schon mal langsam los. Spätestens bis zur Welt. Ja, hat ja was Schönes reingeschrieben. Das ist dann für dich, Svenja. Das war ziemlich lang, was er reingeschrieben hat, Frau Pritz. Ja. Was hat er denn reingeschrieben? Verraten Sie es uns? Oder zeigen Sie uns? Nö, das kann man auch gerne zeigen. Also, das ist ja unser offizielles Gästebuch, nicht das goldene, wie es gesagt, das Gästebuch. Und er hat sich für die Einladung bedankt und hat gesagt, sehr froh, dass er nochmal hier ist. Und zum 40-Jährigen komme ich wieder. Okay, dann hoffen wir, dass wir noch da sind. Ne? Das kriegt jetzt die Frau Böttger als Vermächtnis und wer kommt nicht. Ja. Dann machen Sie einen Artikel. Frau Pritz, sind Sie eigentlich Til Schweiger-Fan? Ich würde jetzt nicht sagen, ich gucke sehr selten Filme, aber ich finde ihn durchaus interessant. Der SR sucht ja einen neuen Kommissar. Bitte? Der SR sucht ja einen neuen Tatort-Kommissar. Wäre das denn aber geht? Er hat ja einen Tatort, der ist doch der Aber Ruhe, er kann oder? Sich doch versetzen lassen. Ja, da hätte ich noch andere Ideen für den neuen Kommissar, die sage ich aber nicht. Okay, dann gehen wir mal rüber, was die Fans sagen. Gefällt mir das. Ja, ich bin dann polarisiert. Ich habe gesagt, das könnten wir, aber das wäre jetzt eigentlich in den Fächern machen, schreiben Sie es noch. So, jetzt gehen wir rüber in den Festsaal, wo schon die Fans warten. Vielen Dank. So, wir sind hier im Rathaus Saarbrücken. Til Schweiger ist zu Gast, der ja sein Versprechen eingelöst hat, nach dem Prozess am Landgericht, wo er nicht dort war, doch mal persönlich hier vorbeizuschauen. Er war gerade bei Frau Britz, jetzt sind wir im Festsaal in Saarbrücken. Und man sieht, ist ein großer Andrang. Wow. Frau Pritz hat gesagt, hier ist die Hölle. Das stimmt. So, ich versuche mal näher ranzukommen wieder an ihn. Ja.
So, der Kampf um die besten Plätze hat begonnen. Ich nehme an, gleich geht das Selfie-Gewitter los. So, ich kämpfe mich nach vorne. So. So, wie gesagt, die Handys werden hochgehalten, Selfies gemacht. Und jetzt geht's gleich mit Autogramm los. Wer hat Karten? Naja. Die sind schon offenbar alle unterschrieben, die Autogrammkarten. Das ist Akkordarbeit dann hier. Hele. Ja, hallo. Ja, Herr Schweiger, verzeihen Sie mir bitte. Darf ich Sie bitten, mir ein Autogramm zu unterschreiben? Verzeihung. Von wegen vorbereitet, ne? Komm. Bitte, Entschuldigung. Dankeschön. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, Ralf Stanger von der Bild. Sind Sie großer Til Schweiger-Fan? Oh ja, ja. Ja, hier aus Saarbrücken? Ja, korrekt, aus Saarbrücken. Ja. Michele Feiner ist mein Name, Entschuldigung. Ja, das macht gar nichts. Sagen Sie mal das Autogramm, wie er unterschrieben hat. Ja, ich bin sehr stolz darauf. Ich habe das Bild bei einem Fotografen namens Rui Camilo gefunden. Und Herr Schweiger hat sich fotografieren lassen. Und ich habe es aus dem Internet heruntergeladen und gedruckt. Und, ja. Und wo kommt das Bild jetzt hin? Bestimmt auf meinen Schreibtisch. Okay, ja. Viel Spaß noch, ne? Ich danke Tschüss. Ihnen. Danke. So. Tim Schweiger stürzt sich jetzt selbst ins Getümmel. Eine Reihe machen, jetzt wird organisiert zum Autogrammausgabe. Also ich warte einfach. Mir ist das. Genau. Deshalb. Großes Gedränge im Festsaal hier im Rathaus. Komm hier denn mal weg? Ralf Stanger von der Bild Saarland. Mögen Sie Til Schweiger? Ja, sehr. Extra wegen ihm jetzt hergekommen, genau, ja? Genau, jawohl. Ja. Ja. Okay. Und Sie wollen Autogramm oder ein Selfie? Beides. Beides, okay. Ich drück die Daumen. Dankeschön. Ja, Max Ophüls hat ihn mal groß gemacht hier, unser Filmfestival in Saarbrücken. Dann gab es ja diese Sache am Gericht, wo er etwas öffentlich gepostet hat, wo einer Saarbrückerin nicht gefallen hat. Damals beim Gerichtsprozess war er nicht dabei, hat aber versprochen zu kommen und heute ist er da, hier im Rathaus Saarbrücken. Hat zuvor schon mit OB Britz getalkt, hat sich ins Gästebuch der Stadt eingetragen. Ja, und jetzt warten die Fans auf ihn. Warten auf Autogramme und da wartet, glaube ich, noch einige Arbeit auf den Schauspieler. Aber bei mir soll er lachen. So, das Management verteilt auch noch Autogrammkarten. Ich gehe mal hin und frage, ob die Autogramme auch echt sind oder gedruckt. Hallo, Ralf Stanger von der Bild. Sind die Autogramme echt auf den Karten oder sind die gedruckt? Echt. Die sind ganz echt. Im Moment im Auto unterschrieben. Okay, die wurden halt gemacht. Zeigen Sie gerade mal zwei verschiedene, dass man sieht, dass die unterschiedlich sind. Also, der Beweis, er hat selbst unterschrieben, also diese Autogrammkarten sind auch echt. Kann ich bestätigen. Die Menscherin kann es bestätigen. Vielen Dank. Kann ich auch eins machen? Dankeschön.
Also Til Schweiger macht auch kurze Smalltalks. Er scheint gut drauf zu sein. Der Hamburger Tatortkommissar. Und die Fans scheinen zufrieden zu sein. Freuen sich, dass er da ist. Lässig gekleidet wie immer. Mit Turnschuhen, Jeans und weiten Pulli. Ja, ist nicht üblich, dass normalerweise hier im Rathaus der Brücken ein Filmstar sich blicken lässt. Also er hat sein Versprechen eingelöst, er ist da. Nachdem ja schon viele gewartet haben, dass er am Landgericht erscheint, während des Postingsprozesses, den er ja gewonnen hat, Mailen aus der Toskana gepostet hat, dass er auch sich in Saarbrücken blicken lassen wird. Till ist da. Ich muss auf die Seite, sonst geht's nicht. Ich bin die Fotos da hinten anstellen, wie alle anderen auch. Kann man auch warten, bis das Ganze, also bis die ganzen Massen erstmal weg sind. Wenn du dann weg musst, hast du Pech gehabt. Dann muss man sich nochmal anstellen für Fotos. Hinter allen, die da vorne stehen. Herr Schweiger, schaffen Sie die alle? Zu erfüllen, ja, die Selfie-Wünsche. Ja? Das war ein Marathon, oder? Nee, war ein anderer. Gewohnt, ne? Ja, nächster. Hassan, mach mal hier frei, dann ja, könnt ihr mal da eine Schnelle? Achso, die Masse wird irgendwie nicht weniger, die Autogramme und Selfies will. Was jetzt mit dir? So, hier will ein Zuschauer, dass er mal in die Kamera nuschelt, aber ich glaube, ich nuschel selbst genug. Das muss erstmal reichen. Und ich glaube, die Fans gehen erstmal vor. Halten wir uns mal lieber im Hintergrund. So, der Stadtsprecher Robert Mattis ist auch da. Ich gehe mal zu ihm, was er da zu der ganzen Sache sagt. Hallo, Herr Mattis. Hallo, Herr Stanger. So einen Andrang schon mal erlebt hier im Rathaus? Ja, das haben wir schon öfter gehabt bei schon großen öfter? Veranstaltungen. Aber so einen Promi wie Til Schweiger haben wir ja nicht so oft, ja, hier. Das ist eine schöne Geschichte heute. Ja. Selbst Fan von Til Schweiger? Ja, ich schaue so manche Filme ganz gerne auch mit meiner Tochter zusammen. So Kein Ohrhasen oder sowas. Oder Der bewegte Mann damals, das war ja der klasse Film. Autogramm für die Tochter schon gesichert? Noch nicht, das kommt gleich. Das kommt noch. Okay, dann viel Erfolg. Tschüss. Danke. Ja, auch bei uns wieder mal das Thema, mag man Til Schweiger oder mag man ihn nicht? Ich denke, das sollte man jedem selbst überlassen. Ist halt auch eine Geschmackssache. Und Gott sei Dank sind die Geschmäcker verschieden. Und ich denke, wer ihn mag, der kommt heute auf seine Kosten. Weil wie gesagt, er scheint gern alle Autogrammwünsche zu erfüllen, auch die Namen drauf zu schreiben. Ja, wer sich wundert, wieso Til Schweiger hier im Rathausfestsaal ist, er löst sein Versprechen ein, nachdem er am Landgericht nicht erschienen ist. Damals der Prozess um das Posting einer Saarbrückerin, das er öffentlich gemacht hat und auch bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Jetzt ist er da, er hat es versprochen, er hat es eingehalten. Ein Mann, ein Wort. Ich gehe nochmal rum, frage ein paar Fans, was sie dazu meinen.
Scheint hier der jüngste Til Schweiger-Fan im Saal zu sein. Ja, denke ich doch nur. Und wer ist das? Der Darwin. Darwin. Und die Mama ist aber Til Schweiger-Fan. Genau, ja. Ja. Und der Papa dabei? Muss. Ja, ja. Papa fährt. Papa, der Papa unterstützt fährt. Das alles. Muss das unterstützen, okay. Genau. Dann viel Spaß noch. Ja, danke. Da bin ich drauf gestoßen. So. Frau Britz, die das Ganze arrangiert hat, hier im Gespräch am Rande, freut sich natürlich auch, ja, dass mal hier so viele Leute in den Festsaal kommen für einen Schauspieler. Haben wir ganz am Anfang schon mit ihr gesprochen. Ist auch ein Til Schweiger-Fan. Immer noch viele, die ein Selfie wollen. Da muss man als Schauspieler schon viel Geduld haben. Er ist übrigens mit dem Auto heute selbst angereist, direkt aus Gießen gekommen. Und hat auch versprochen, zum 40. Max-Ophüls-Festival spätestens wieder da zu sein. Max-Ophüls-Festival hat ihn ja auch relativ bekannt gemacht, unser Filmfestival hier in Saarbrücken. Und wie gesagt, dieses Versprechen hat er eingehalten. Und beim 40. werden wir ihn daran erinnern, dass er kommen wollte. Am 40. kommt er wieder, hast du es gelesen? Aber da links. So gut, kann man schon mal reinschreiben. Hier fragt jemand gerade, wie lange er noch da ist. Also es wurde gesagt, 14 Uhr muss er wieder weg. Also es wird knapp. Wer also in der Nähe vom Rathaus ist, kann er schnell vorbeischneien, kann reingucken. Noch ist er da, aber ich denke, so eine Viertelstunde wird er das Rathaus wieder verlassen müssen. Danke. Hier hat einer gerade CD-Hüllen signieren lassen. Frag mal die Managerin, ob sie mir verrät, was Till nachher noch machen wird hier. Wird Herr Schweiger noch länger in Saarbrücken heute bleiben oder wird er anschließend gleich wieder verschwinden? Das verraten Sie mir es? Das wird gleich geklärt. Das wird geklärt. Wir haben es noch nicht festgelegt. Vielleicht ein Essen mit der OB oder hat er schon gegessen? Gegessen hat er schon. Ja. Wir werden es sehen. Ja. Okay. Noch kann ich leider nicht sagen. Okay. Ich komme nachher nochmal vorbei bei Ihnen. Ich frage. Danke. Immer noch großer Anfang hier im Festsaal. Und sagt Til Schweiger, erfüllt mit viel Geduld alle Wünsche und Selfies. Lässt sogar in Arm nehmen. Keine Kontaktscheue zu Fans. Versuchen wir von vorne ranzukommen. Komm. Dankeschön. Dankeschön. Ich mache normale Kamera. Die Kamera scheiße. Ja, da kann man schon ganz schön ins Schwitzen kommen, wenn man so viele Autogrammwünsche erfüllen muss. Haben Sie jetzt Selfie schon? Verteilung. Mit ihm kommt noch eins. Da kommt noch eins. Kannst du eine gute Kamera lassen? Ja, wenn es klappt, mach ich gerne. Ja,
Ich denke, da hat Til Schweiger einigen Fans wirklich noch einen Vorweihnachtswunsch erfüllt. So, die Menge wird etwas weniger. Ich glaube, dass es langsam auch zu Ende geht, weil Herr Schweiger auch weg muss. Wie gesagt, Til Schweiger löst heute sein Versprechen ein, nach Saarbrücken zu kommen. Und hat ihn der Prozess am Landgericht über einen Facebook-Post, der zu seinen Gunsten ausgegangen ist und er damals nicht da war. Und viele Fans ihn vermisst haben, hat er gesagt, er kommt Anfang Dezember und jetzt ist er da. Ob Til Schweiger anschließend noch in Saarbrücken bleiben wird, konnte mir seine Managerin nicht sagen. Kann ich bitte durch? Aber sie sagt, sie verrät es uns. Und wenn wir noch was wissen, werden wir uns wieder live melden. Ich sage mal mit den letzten Selfies Tschüss aus dem Rathaus Saarbrücken mit Til Schweiger und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.